Der Begleittext dieser Aufnahmen aus dem elektronischen Studio der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ist Teil eines Stückes, das eben begonnen hat. Eigentlich ist er ein so wesentlicher Bestandteil des Stücks, dass man vereinfachend sagen könnte, der Text ist dieses Stück. Beispielsweise hören Sie diesen Text jetzt gesprochen. Einige Änderungen werden jedoch dadurch unvermeidlich sein, dass Sie den Text schon gelesen haben könnten und die gesprochene Version erst jetzt hörbar wird, sodass selbst beim Mitlesen, beim Mitgehen im Jetzt-Zeitraum Änderungen auftreten, wie zum Beispiel, dass meine Stimme im Moment überhaupt nicht rausgehört wird, weil da drumherum so viel los ist. Aber sobald ich in diesem Stück sage, dieses Stück, wird man meine Stimme deutlich verstehen können. Ob vorher, nachher oder auch jetzt gleichzeitig im Begleittext zu diesen Aufnahmen nachzulesen oder auch nicht. Die Zusammenhänge dieses Stücks zunächst beiseite lassend, Näheres zu den 5 Kompositionen. Anfangs dieser Seite erklang ein Stück von Jürgen Bräuninger. Jürgen Bräuninger, 1950. Klavier sowie Musiktheorie bei Ulrich Süße, dem Komponisten dieses Stücks. Tutor im Studio für elektronische Musik. Preis beim 6. internationalen Wettbewerb des Süddeutschen Rundfunks für Tam-Tam. Für Kunstkopf, Tamtam und wurde am 19. Mai desselben Monats im 2. in der Version am hingekürten Teil Ante Mortem 1 erklingen modulierte Tamtam-Klänge. Vor dem Bühnenrand pulsiert laues Licht. Mit einem Decrescendo, dem Schluss dieser Version, wird der Pantomime, eine formvollendete klobige Gestalt, langsam unsichtbar. Im ersten Teil, Ante Mortem 2, werden ersten Teil, Ante Mortem 1, immer weniger moduliert, während die Gestalt des Pantomimen Utang immer dünner, unmenschlicher wird. Dies geschieht durch die Luftkissen, welche langsam aufgeblasen werden. Vor dem letzten Pianissimo-Schlag setzt der Panne satt verdeckende Kapuze auf. Sein Kopf gleicht zum Beispiel bestimmte Utangs. Als zweite Komposition haben Sie gehört, aber wer kann das schon so sagen? Man kann ja den Tonabnehmer an jedem beliebigen Punkt ansetzen. Sollten Sie so zum Beispiel genau die Stelle erwischen, an der ich mich jetzt gerade in diesem Moment jetzt befinde, werden Sie jetzt gehört haben. Oder wenn Sie eine Rille später ansetzen, werden Sie Sie hören oder hören, hören oder sogar hören, 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 hören oder nur irren oder rinn, etc., etc., etc. Aber Sie werden statt etc. nie und so weiter hören, sondern nur etc. oder und so weiter. Oder Sie haben tatsächlich vor diesem Stück Klaus Fessmanns Isn't It Strange in the Cage gehört und seinen Erläuterungen entnommen, dass über, unter, drauf, drüber, drunter etc. etc. wohl auf ein Klavier angespielt wurde and how very strange auch noch auf den kalifornischen Komponisten Alan Strange, der hier in diesem Studio schon gearbeitet hat und so weiter etc. etc. Es gibt dann noch eine erkenntnisreiche Anspielung, auf die wir at some point, also wenn der irgendwie, irgendwann oder irgend und so weiter und so weiter und so weiter irgendwo erreicht ist, anstoßen sollten. Prost! Nein. Vielleicht hat dieses Stück von Klaus Fessmann den Übergang erleichtert zu dem Stück von Ulrich Süße mit dem Titel Dieses Stück. Ulrich Süße, Jahrgang 1944. Das heißt, er wird also 1991 irgendwie 47 Jahre alt, hat in Europa Karl Koschka, Stockhausen, Ligeti und New York, Berio,
Tannenbaum. Wuhrinnen studiert, hat seit 1973 an der University of Natal, Durban, neben Gründung eines elektronischen Studios Komposition unterrichtet. Bis Venancio Mbande aus Mosambik und ist seit 1976 in ähnlicher Funktion aktiv. Die Konstruktionselemente dieses Stücks sind ziemlich offensichtlich. Neben der gleichzeitigen Wahrnehmung des geschriebenen und jetzt von mir gesprochenen Textes sind es die hier zu hörenden Kompositionen von Jürgen Bräuninger, David Mason Eccles, Klaus Fessmann und Erhard Pankowski, mitsamt deren Vita und Kommentaren. Des Weiteren entsteht beim Auftauchen der Worte dieses Stück eine Generalpause. Alle anderen Ereignisse werden in diesem Moment unterbrochen. So auch jene, die aus der elektronischen Tätigkeit Ulrich Süßes stammen. Letztlich wird noch mit akustischen Mitteln auf Namensnennung wie zum Beispiel Reger reagiert. So kann man eventuell verstehen, dass einige Zeilen dieses Textes nur geschrieben wurden, um einen Namen wie Wagner zu erwähnen. Warum dieser Text, wie anfangs behauptet, nur Teil dieses Stückes ist, wird klarer, wenn die hörbare Version dieses Textes zu Ende ist. Andererseits ist es schwierig, solch eine Aussage zu machen, da ich jetzt artikuliere, dass dieser Text nur Teil des Stückes ist, wogegen er in diesem Moment tatsächlich völlig dieses Stück ist. Schwierig, solch eine Aussage zu machen, da ich jetzt artikuliere, dass dieser Text nur Teil des Stückes ist, wogegen er in diesem Moment tatsächlich dieses Stück war. Nun, wenn ich nicht mehr ob links oder rechts sprechen werde, wird zunächst David Mason Edwards Komposition zu hören sein. Er hat sich bereit erklärt, seinen Text selbst, und zwar zweisprachig, zu sprechen. In diesem Portion of dieses Stück, this piece calls for a commentary in both English and German. Zuhör mit stereophonischen Geräten haben sie hier schon ihre Balance Control to the Nerve Manager. So that those listeners with mono phonation equipment are not put at a disadvantage, provisions have been made for simultaneous translation in Turkish. I miss my dear cats, British presenters, I miss my lieben Katzen, quadrophonische und so weiter, etc. Portions of Corso's macabre story appear throughout the piece in combination with electronischen Klängen produced by Moog und EMS synthesizers. Der letzte Abschnitt dieses Stücks ist Erhard Karkoschka gewidmet. Seine Komposition für Fagott und Elektronik gibt Anlass dazu, die Kontraposition so weit zu überwinden, dass eine Art Dialog entstehen könnte. Um diesen Übergang zwischen beiden Medien herzustellen, könnte eine Veränderung der Lautstärke selbst kontrollieren. Diese Veränderung ist zunächst gleichmäßig. Die Länge ihrer Periode kann an dem Wort Fagottklang getestet werden, welches daher nun auf einem Kanal nebensächlich ob links oder rechts weiterläuft und beispielsweise die gleiche Periode hat wie die der Worte Frage, Antwort,
Antwort, Klang, Frage, Frage, Gott, Klang. Der proklamierte Dialog könnte entstehen, wenn Sie reagieren, periodisch oder aperiodisch, wenn Sie also meine Stimme an den Schwingungsrhythmus der Lautstärkenkontrolle angleichen oder ihn sogar übersteuern, was Sie zum Beispiel bis jetzt getan haben könnten oder auch nicht. Und wenn Sie es doch nun jetzt, also jetzt tun oder nicht tun werden, überlässt es natürlich auch mir Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, aus Gründen eines dramatischen Effekts die Perioden zu kürzen, um dadurch quasi eine künstliche Verschnellerung dieser Lautstärkenmanipulation zu erreichen, was in diesem Falle, je nachdem, ob ich noch gehört werde oder auch nicht, zusammenträfe mit dem Ende. I sat in the attic and
My watercolored hands are catless now. Seated here alone in the dark, my window-shaped head is bowed with sad draperies. I am catless, near death almost. Behind me, my last cat, hanging on the wall. Dead of my hand drink bloated. And on all my other walls, from attic to cellar, my sad life of cats hangs.
Thank you.